Gehen wir mal zum Durchgang, da ist doch die Sonnenterrasse, oder? Oh Gott, und da ist der nächste Weltuntergangstyp. Ein Pool. Pool ist vielleicht etwas über... Ja, das haben wir uns schon angehört. Mir ist gerade nicht so... Genau. Eine leere Tube, ein Passagier und noch ein Passagier. Ah, das ist die Sonnenliege. Sieht bequem aus. Mhm. Eigentlich hatte ich mir die Überfahrt so vorgestellt. Einfach nur im Liegestuhl rumgammeln. Stattdessen plage ich mich mal wieder mit allen möglichen und unmöglichen Problemen rum. Ja, so ist das eben. So, der Passagier. Durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund gehacktes. Okay, gut. Dann reden wir mal mit ihm. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Und die Frage ist, wer schmiert ihm den Rücken hin? Aber die Frau Jordan macht das sicher gerne. So, sonst noch was? Hallo. Oh, mein Sahnetörtchen. Haben Sie die Sonnencreme mitgebracht? Wenn ich die nicht bald bekomme, dann verbrenne ich. Welch verlockende Aussichten. Okay, wir lassen ihn verbrennen. Oder geben ihm irgendwas Falsches. Weiß nicht, so irgendwas Ätzendes oder sowas. So, okay. Dann, ich glaube, das haben wir uns schon angesehen. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Okay, ja. Gut, der Pool, da waren wir auch schon. Dann gehen wir mal zurück. Reden wir noch mal kurz mit Frau Jordan. Geht das jetzt noch? Diese Katharina Jordan wird nie zugeben, dass sie meine Handtasche geklaut hat. Selbst wenn sie es war. Ich müsste es irgendwie beweisen können. Okay. Eine Sache ist mir noch aufgefallen beim Rendern. Und zwar am Oberdeck konnten wir uns diese Belüftung und diese Lüftung noch ansehen. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Mhm, okay. Vielleicht können wir die irgendwie noch, weiß nicht, stopfen oder so mit dem Rettungsring. Nee, okay. Gut, also, wir haben ein Ziel. Wir müssen uns so verkleiden wie die Frau Jordan. So, wie machen wir das? Wir brauchen zuerst einmal einen rosa Bademantel. Und wir haben ja schon einen Bademantel. Den ziehen wir uns mal an. Ich bleib lieber bei meinem... Okay, aber dann müssen wir noch irgendwie rosa färben. Das schaffen wir, indem wir, denke ich mal, wenn wir mal zurückgehen... Da zurückgehen... Indem wir hier den Bademantel mit den Socken waschen, dann sollte sich diese rosa färben, würde ich jetzt mal vermuten. Dazu müssen wir aber erst die Waschmaschine reparieren, weil die ist ja, glaube ich, schon fertig, aber die dreht sich immer noch. Gut, dann brauchen wir einen Hut. Wir haben eine Kappe. Meine Frisur. Okay. Und genau, und ihr Hut, sie ist damit so Rosen verziert. Die haben wir auch schon. Können wir das schon so kombinieren? An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs erträglich sein. An Baseballmützen aber definitiv nicht. Okay, das heißt, müssen wir die noch zurechtschneiden oder... Okay, das weiß ich noch nicht, wie wir da noch zu dem Hut kommen. Okay. Und was brauchen wir noch? Mal schauen. Nicht ins Restaurant. Ich will wieder raus. Und ich will ein Sonnendeck. So. Und eine Sonnenbrille brauchen wir auch noch. Haben wir die? Nee, eine Sonnenbrille haben wir nicht. Aber er hat eine. Okay, und deshalb... Und zu dieser Sonnenbrille müssen wir auch irgendwie noch kommen, indem wir ihm, weiß nicht, Sonnencreme geben oder keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Gut. So viel dazu. Wie machen wir das jetzt alles? Wo fangen wir an? Schwache CDs, muss ich überlegen. Eine Flaschen öffnen haben wir Rosen. Zahnstocher, Rettungsring. Gehen wir mal
Nee, nicht ins Unterdeck. Nochmal. Da will ich hin. Darunter. Genau, und nochmal zur Türe. So, sehen wir uns die Waschmaschine nochmal an. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Die Wäsche scheint fertig zu sein, aber offensichtlich schaltet die Maschine nicht automatisch ab. Okay, wir müssen irgendwie die Maschine reparieren. Wie sollen wir das denn machen? Wir irgendwas mit dem Flaschenöffner, dem Poster, hä? Der Taschenlampe, nee. Klingel können wir. Das muss die Klingel sein, von der dieser Die Klingel ist festgeschraubt. Können wir die irgendwie abmachen mit dem Flaschenöffner? Ja, jetzt könnte durchaus der richtige Zeitpunkt sein, mal wieder was zu zerstören. Ja, Gott sei Dank, schon 20 Minuten schon wieder in der Aufnahme und noch nichts zerstört. Die habe ich von der Klingel im Waschsalon abmontiert. Können wir diese jetzt da nutzen? Nee. Okay. Können wir mit irgendwas kombinieren, auch mit dem Flaschenöffner? Klingt krank und hat offenbar auch keinen übermäßig beeindruckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es etwas weniger krank und dafür lauter klingeln zu lassen. Okay. Können wir die Klingel... Nee, sonst nicht. Klingt. Ja, okay. Beziehungsweise vielleicht den Flaschenöffner noch irgendwie verfeinern. Nee. Okay. Können wir da überhaupt irgendetwas kombinieren? Okay, den Rettungsring mit dem Stoff. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich rufe mal meine verborgenen Talente als Modedesigner ab. Ah, vielleicht wird... Ja, genau, so wird der Hut draus. Hat schon fast etwas Ähnlichkeit mit einem Hut. Mit keinem sonderlich... Und jetzt vielleicht mit den Rosen? Das... So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. Okay. Einzelne Verunstaltungen anzulegen, halte ich für sinnlos. Wenn schon grauenvoll, dann bitte auch das komplette Paket. Na gut, dann haben wir den Hut schon mal. Sehr gut. Und ein paar Items sind wir auch wieder los. Gut, sonst können wir irgendwas noch kombinieren. Probier das gleich mal aus. Nee. Geht nicht mehr. Okay, wir müssen irgendwie die Waschmaschine reparieren. Aber wie? Das ist die Frage. Nicht und das habe ich glaube ich schon probiert, okay. Genau, mit der Klingel genau auch nichts mehr. Gut, okay. Waschbecken, Seifenspender. Die Wäscheschein. Und was bringt uns das auch, wenn wir die Klinge klingeln lassen? Vielleicht, wenn die Waschmaschine Nee, keine Ahnung, okay. Kommen wir da erst rein? Scheint keiner drin zu sein. Okay, nee. Gut. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht rein. Probieren wir nochmal jede Kabine aus. Scheint... Nee. Scheint keiner drin. Auch nicht, okay. Und die Krankenstation? Die Tür zur Krankenstation? Okay, geht auch nix. Da war auch keiner, okay. Mit dem Fenster da. Dadurch, dass das Karussell da drauf steht, wurde das Oberlicht zum Oberdunkel. Ja, okay. Da geht dann auch nichts mehr. Können wir das Ufer nochmal verschieben, rein theoretisch? Weiß noch nicht wozu, aber. Ja, das geht, okay. Bringt uns das was? Ich hatte schon Aussichten. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen. Nee, okay, ich glaube, da geht nichts mehr. Das war nur für das Rätsel. Wenn man ein Oberlicht von oben betrachtet, ist es dann. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Okay, gut. Was haben da einen Abdruck? Hier war mal die Klingel, um den Portier zu rufen. Mikrofon, ein Bolzen. Wie kommen wir eigentlich zu der Sonnencreme? Vielleicht irgendwie die Marzipankartoffeln zerdrücken? Ich bin verzweifelt. Dann gehen wir nochmal ins Restaurant. Ging da noch irgendwas? Da war Bild, Fernseher und ein großes Nichts, okay. Da ging dann auch nichts mehr. Gut. Mikrofon, Abdruck, Schale. Da kommen wir nicht drüber, oder? Der ist eindeutig zu hoch. Genau. Haben wir irgendwas?
Okay. Mal zurück. Gut. Gehen wir nochmal zum Sonnendeck. Mal schauen, was können wir. Können wir noch einen Zahnstocher mitnehmen eigentlich? Danke. Mein Bitte. Okay, können wir dies mitnehmen? Ach, das ging. Okay. Haben wir eine CD. Ging das vorher noch nicht oder habe ich das einfach nicht probiert? Eine CD. Okay. Eine der als Untersetzer benutzten CDs. Ist leider kein Aufkleber drauf, der mich über den Inhalt aufklären würde. Dafür kann man sich schön drin spiegeln. Ist ja auch was. Das wäre vielleicht was für unseren Typ da. Okay. Und was machen wir jetzt sonst mit der CD? Kombinieren können wir dann nichts. Können wir vielleicht damit irgendwie... Schau ich kurz nochmal. Nee, die Waschmaschine reparieren. Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber versuchen kann man es ja. So, die CD. Nee, die natürlich nicht. Hat mich auch gewundert. Die Klingel. Nee. Gut. Was können wir sonst noch machen? Können wir mit ihm nochmal reden? Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Gut. Ja, man hilft selten, oder? Äußerst selten. Was ist mit der Wäsche? Warten Sie immer noch auf die Wäsche? Ja, das scheint heute ewig zu dauern. Wenn Sie auf das Klingeln warten, ist das auch kein Wunder. Wieso? Weil Sie dann sehr lange warten können. Wieso? Stimmt was nicht? Ich sage Ihnen, was nicht stimmt. Die Klingel ist kaputt. Das stimmt nicht. Sehen Sie, die Klingel ist kaputt. Ich vermute, die Wäsche ist einfach noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig? Wann haben Sie die Maschine denn eingeschaltet? Vor 4 Stunden. Sie braucht halt heute etwas länger. Hören Sie, mein Freund, ich erkenne eine kaputte Klingel, wenn ich eine kaputte Klingel sehe. Und in eben diesem Moment sehe ich eine. Nein, nein, sie ist nicht kaputt. Die Wäsche ist nur noch nicht fertig. Noch nicht fertig? Nach 4 Stunden? Ja, die Wäsche war ja auch außergewöhnlich dreckig. Da fehlt die Glocke. Die Klingel kann gar nicht klingeln. Sie ist kaputt. Nee, nee, die Wäsche braucht noch. Sie funktioniert vermutlich nur dann, wenn die Wäsche auch wirklich fertig ist. Sie können auch noch 1001 Nacht hier verbringen. Sie hat das Zeitliche gesegnet. Diese Klingel ist nicht mehr. Sie hat aufgehört zu sein. Sie ist abberufen worden und eingegangen zum Herrn. Das ist die seelenlose Hülle einer Klingel. Der Lebensodem ist aus ihr gewichen. Sie ruhe in ewigem Frieden. Sie hat den Schirm zugemacht und zwitschert okay, es reicht. Auf ihrer himmlischen Wolke. Dies ist eine Ex-Klingel. Na gut, dann hole ich jetzt die Wäsche raus. Puh, um hier eine freie Waschmaschine zu bekommen, muss man sich wirklich den Mund fusselig reden. Okay, es hat funktioniert. Okay, nee, okay, gut. Ich dachte jetzt, wir müssen wirklich die Klingel klingen lassen, aber nee, augenscheinlich nicht. Okay, können wir jetzt den Bademantel in die Wäsche geben? Eigentlich ist er relativ sauber, aber was soll's, kann ja nicht schaden. Ja, aber zu weiß. Und jetzt die rote Socke reingeben und jetzt einschalten. Später. Das sollte reichen. Und wir haben... Oh, die Socken färben tatsächlich immer noch. Was soll's. Weiße Bademäntel sind eh nicht mein Fall. Und wir haben den rosanen nassen Bademantel. Und die nassen Socken. Okay. Es ist keine Wäsche. Gut. Was können wir sonst mit der Klingel noch machen? Na, egal. Wir haben jetzt nasse Kleidung. Die müssen wir irgendwie trocknen lassen. Oder sie ist trocken. Sie trocknet, bis ich herausgefunden habe, bis es weitergeht. Das wird eher sein. So, können wir diese irgendwo aufhängen? Zum Trocknen. Oder vielleicht bei diesen Bolzen da aufhängen? Nee, auch nicht, okay. Gut. Was jetzt? Wir haben jetzt den Bademantel. Wir haben immer noch eine CD. Jetzt schauen, ob ich da... Der Bademantel ist gerade klitschnass. Den würde ich sowieso nicht anziehen. Daran ändert... Ah, Blödsinn. Es gibt ja eh einen Trockner. Genau. Hau ihn da rein. Jawohl. Da hängt ein Schild dran. Der Okay, gut. Das war's mit meiner tollen Idee. Da vielleicht irgendwo aufhängen. Geht auch nicht. Okay.
Dann nochmal zurück. Abdruck. Was hat es mit diesem Abdruck auf sich? Mikrofon. Oder mit diesem Tresen. Der ist eindeutig. Können wir da den Bademantel aufhängen? Nee. Na gut. Nee, den müssen wir irgendwo draußen aufhängen wahrscheinlich. Vielleicht. Ah, vielleicht. Da. Sie meinte, da kommt heiße Luft. Aus dem Abluftgitter kommt so viel warme Luft, da dürfte der Bademantel bald trocken sein. Jawohl. So, trocken genug. Perfekt. Okay, jetzt haben wir einen rosa Bademantel. Können wir den jetzt mit dem Hut kombinieren? Ja, das geht. Okay. Und können wir die nasse Socken da auch trocknen? Die kleinen Socken müssten da im 0, nichts wieder trocken sein. Weißt du nicht wozu, aber... So, trocken genug. Sehr gut. Okay. Können wir uns jetzt schon umziehen? Einzelne Verunstaltungen. Nee, okay, wir brauchen die Sonnenbrille noch. Aber wie kommen wir zu dieser Sonnenbrille? Mal schauen.